Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Mit der Methode Lego Serious Play lassen sich spielerische neue Ideen finden, die Kommunikation verbessern und Problemlösungen beschleunigen. Typisch eingesetzt wird Lego Serious Play zum Beispiel im Rahmen von Teambuilding, Change-Projekten, Strategiedefinition, Innovationsvorhaben, Visionierungen oder Retrospektiven klassischerweise. Und die Fangemeinde der Methode wächst stetig. Zu Gast habe ich heute die Projektmanagement-Expertin Anna-Elena Stöhr. Ihre Mission ist es, Menschen im Projektalltag Tools und Instrumente an die Hand zu geben, um Projekte erfolgreicher zu realisieren. Und mit Lego Serious Play stellt sie uns heute eines ihrer Lieblingstools vor. Hallo Anna-Elena, freut mich total, dass du heute Zeit für uns hast. Tina, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dabei sein kann und ja, die Möglichkeit habe, die Zuhörerin dieses Podcasts mit auf eine kurze Reise in die Welt der Steine zu nehmen. Wenn man Lego hört, das wirst du sicher öfter hören, denkt man ja eher an Spielen, Kindheit. Was war denn der Ausschlag des Serious da reinzupacken und Lego wirklich als Tool zu nutzen? Ja, schlussendlich war sicherlich das Hintergrundwissen darum, dass wir Menschen eine sehr stark ausgeprägte Hand-Gehirn-Verbindung haben und damit ja sensorisch und motorisch da sehr ausgeprägt sind. Man weiß heutzutage, dass, weiß nicht, 70-80% der Nervenendpunkte ihren Ursprung tatsächlich in unseren Händen haben. Und das ist halt wirklich eine brillante Idee dann von Lego gewesen, tatsächlich hier die Basis ihrer Steine und die Hände in Kombination zu nutzen, um ja aus den Klemmen Stein aus unserem Kinderzimmer sozusagen ihnen eine neue Bedeutung zukommen zu lassen. Mhm. Ja, und schlussendlich liegt der Ursprung dieses Serious in diesem Play tatsächlich in den 90er Jahren, so Mitte der 90er Jahre hat Christiansen, das ist der Inhaber von Lego, eine Methode gesucht, die ihm hilft, die Prozesse bei ihnen zu optimieren und ja auch eine gute Strategie zu entwickeln. Der ein oder andere weiß ja vielleicht auch, dass Lego schon fast pleite war und es dann doch noch geschafft hat, wieder ja auf die Beine zu kommen. Mhm. Da hat er dann halt gesagt, hier, Robert Rasmussen, Johann Ross und Bart Victor, ihr drei, macht mal bitte was draus. Und das Ergebnis war dann schlussendlich, dass man Anfang der 2000er eine eigene Produktlinie ja kreiert hat, die man seitdem auf dem Markt auch kaufen kann. Wie kamen die Leute drauf, das als Serious Play einzusetzen? Ja, genau. Also das war wirklich so Mitte der 90er, stand es um Lego tatsächlich nicht so gut und sie haben gesagt, wir müssen was ändern. Und dann haben sie das hausintern eingeführt. Das war gar nicht so der Öffentlichkeit bekannt und haben da mehrere Iterationen durchlebt und haben dann festgestellt, es funktioniert, es lässt sich ja wiederholen und damit auch duplizieren. Das ist sowas Tolles, das wollen wir nicht für uns behalten. Und so kam es dann tatsächlich, dass es dann an die Öffentlichkeit gekommen ist. Also das war wirklich hausintern erprobt, mit einem grünen Haken versehen worden und dann wurde diese Strategie sozusagen dann auch nach draußen getragen beziehungsweise diese Methode publiziert. Mhm. Lego Serious Play gehört ja zu deinen Tools, die du besonders liebst, hast du mir im Vorfeld verraten. Warum ist das denn so? Was macht Lego Serious Play für dich so besonders? Voranstellen möchte ich, dass ich eine absolute Pragmatikerin bin. Für mich müssen Tools, Methoden und Vorgehen halt immer zu meinen Kunden passen und sich mega leicht in deren Alltag integrieren lassen. Und wichtig ist für mich immer, dass es neben der Erleichterung auch Geschwindigkeit gibt und Sicherheit halt auf dem Weg, die eigenen Ziele, die Projektvision sozusagen zu erfüllen. Mhm. Und was wir im Projektmanagement, was ich halt auch aus meinen vielen, vielen Jahren Praxis weiß, auf keinen Fall benötigen können, ist noch ein weiteres Tool, was irgendwie unsere Geschwindigkeit verstopft und wir nicht den optimalen Weg finden können. Und genau an der Stelle sitzt halt Lego Serious Play an. Denn vordergründlich nimmt es sich halt einen Moment aus dem Trubel des Projektalltages heraus. Mhm. Doch hinter den Kulissen passiert halt ultra viel und das ist wirklich fast magisch, das begleiten zu können damit. Und du baust halt dein kleines Lego-Modell im ersten Schritt. Ja? Und das reduziert durch dieses Kram in den Stein, weil es uns vielleicht auch an unsere Kindheit erinnert, das Stresslevel nachhaltig, ja. Also du wirst immer ruhiger. Du gehst in dich hinein. Und dadurch gelingt es dir, auf dein unterbewusstes Wissen zuzugreifen. Denn dieser Filter der Kommunikation, den wir
normalerweise haben, wenn wir etwas erklären, wenn wir etwas versuchen zu erörtern, uns auszutauschen, der entfällt in diesem ersten Schritt, weil du baust erstmal nur für dich alleine. Und damit förderst du auch die Kreativität und die Innovation natürlich, aber auch den Mut und die Offenheit, über viele Dinge dann im Anschluss zu sprechen, über die du vielleicht sonst nicht gesprochen hättest. Das verbessert schlussendlich das gegenseitige Verständnis und damit die Kommunikation im Team. Das heißt, man hebelt da ganz geschickt diese Hemmschwelle, die man im Hirn dann hat, vielleicht kommunikativ, die man halt einfach sich im Erwachsenenleben so angeeignet hat, den Filter, den hebelt man damit aus, ja, durch die Hintertür. Absolut sozusagen. Korrekt. Und kann daher Sachen zutage fördern, die man vielleicht sonst gar nicht kommuniziert hätte. Genau, und das finde ich halt so klasse. Also gerade im Projektumfeld ist es ja auch häufig so, dass du Situationen hast, die einem Konflikt sehr nahe kommen, wo man verschiedene Meinungen hat, wo vielleicht auch verschiedene Parteien verhärtet sind und gar nicht so von ihrer Position her abrücken wollen. Und dann nimmst du dir ein paar Minuten Zeit und du wirst es innerhalb weniger Minuten schaffen, dass alle Personen wieder in ein konstruktives Gespräch kommen, dass sie die Perspektiven vielleicht wechseln können oder die Beweggründe des anderen nachvollziehen können, weil sie da gebaut sind, weil sie erörtert und erklärt werden. Und ja, ich bin mir einfach total sicher, dass jeder hört, dass ich für diese Methode brenne und dass es wirklich eigentlich gar keine Grenzen gibt. Ich habe bisher keine Grenzen kennengelernt. Vielleicht ganz kurz, in welchen Bereichen lässt sich Lego Serious Play denn einsetzen und welche Ebenen gibt es? Also wie gehst du da rein? Also schlussendlich wurde die Strategie ja entwickelt, diese Methode zur Prozessoptimierungsstrategie entwickelt. Da können wir den Haken dran machen, dass du es dafür nutzen kannst. Ich persönlich setze das mit meinen Kunden aber noch in weiteren Bereichen ein. Wenn es darum geht, ein Projekt zu realisieren, ist es ja schon so, dass es in der Regel eine Innovation ist oder halt auch eine Produktentwicklung ist. Das heißt, in diesem Visionsbereich nutze ich es gerne. Ich benutze es dann, wenn wir die Vision in Ziele runterbrechen, im Bereich des Risiko- und Change-Managements, Mitarbeiter- und Konfliktgespräche habe ich eben schon mal kurz angerissen und vor allen Dingen halt im Bereich der Retrospektiven. Um jetzt hier mal ein Beispiel zu nennen, um es greifbar zu machen für die Zuhörerinnen, ist es ganz klar so, dass ich es persönlich eine sehr schöne Sache finde, eine Wall of Retros zu machen. Das heißt also, dass man aus den jeweiligen Retrospektiven, ob du jetzt im klassischen Projektmanagement unterwegs bist und das mit Meilensteinen machst oder ob du im Agilen unterwegs bist und das zum Beispiel im Sprints machst, ist vollkommen egal. Ja, diese Erkenntnisse, diese Lessons learned in kleine Teammodelle baust, hinstellst in deinen Teamraum oder an dem Platz, wo ihr euch regelmäßig trefft und ihr euch das immer wieder anschauen könnt und einfach auch seht, was für eine geniale weitere Entwicklung ihr erreicht habt. Ja, und schlussendlich kommt es halt in diesen Trainings und in den Zertifizierungen zum Facilitator mit den Methoden und dem Material von Lego Serious Play auch vor, dass da ganz viele fachfremde Leute tatsächlich dabei sind. Also aus der Psychologie waren Leute dabei, aus dem systemischen Aufstellen, aus der Visionsarbeit. Und das zeigt halt einfach, dass die Liste, die ich dir jetzt gerade genannt habe, auf keinen Fall vollständig sein wird, sondern es da so viel mehr noch gibt, wo du es nutzen kannst. Also mal jetzt ganz out of the box gedacht, du kannst es im Bereich des Vertriebs nehmen, wo du deinen idealen Kunden definierst, die Persona definierst, an den du verkaufen möchtest. Du kannst es aber auch zum Beispiel im Bereich der Buchhaltung nehmen, wenn es darum geht, die Prozesse dort darzustellen und zu sagen, wie wollen wir das denn, wann kommt was wie an und wie wird es weiter verbreitet und wo gibt's welche Risiken. Also ein Visualisierungstool auch für den Prozess eben. Natürlich, natürlich. Also die Steine, das macht es ja begreifbar. Du hast sie in der Hand, du greifst sie und dann hast du es visuell gebaut. Und also ich muss gestehen, ihr seht zwar jetzt hier meinen Schreibtisch nicht, aber hier stehen so kleine Visionsmodelle auch auf meinem Schreibtisch, die ich mir jeden Tag angucke, um einfach genau vom inneren Auge und vom äußeren Auge das zu sehen. Auch als Reminder, gell? Wohin ich möchte. Als Reminder, genau richtig. Also ich darf ja vielleicht verraten, dass ich bei dir eben schon in den Genuss gekommen bin, so einen Workshop mitzumachen. Und tatsächlich kann ich auch bestätigen, dass man sich die Ergebnisse viel besser merken kann. Weil es visualisiert ist, bleibt es besser im Kopf. Also da kann ich nur bestätigen, was du sagst. Das Stichwort an der Stelle ist vielleicht die Lernpyramide, die ja ganz klar sagt, wenn wir etwas sehen, es gemeinsam erarbeiten und diskutieren, wird es sehr, sehr wahrscheinlich in unserem Kopf bleiben. Das nutzt die Methode halt auch. Ne? Ja, da spielen zwei Bereiche sozusagen zusammen, ja. Genau.
Vielleicht kannst du uns jetzt einfach noch, jetzt haben wir sehr theoretisch gesprochen, einfach vielleicht ein schönes Beispiel geben, wo wir uns entlanghangeln können und dann sehen können, aha, das wäre so ein Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. So läuft ein Workshop normalerweise ab. Gerne, das ist auch so ein bisschen der zweite Teil der Frage von eben gewesen, wo es darum geht, so, was für Ebenen gibt es denn da überhaupt? Eben habe ich schon ganz kurz erwähnt, dass man in der Regel ein eigenes Modell baut. Dieses eigene Modell ist das Individualmodell, das in der Regel eine Ist-Situation oder einen Soll-Zustand beschreibt. Es kann allerdings auch der Weg, der Lösungsweg dorthin sein. Also diese drei Optionen gibt es. Von diesem Individualmodell, was du dann halt baust, wo es eine offene Fragestellung gibt, die, wenn möglich, in keiner Richtung wertend sein sollte. So eine Fragestellung könnte zum Beispiel am Ende des Sprints sein, dass du sagst, okay, was hätten wir denn besser machen können? Ja, oder was sollten wir in Zukunft vermeiden? Das sind so typische Fragen, um loszulegen. Dann baust du dein Individualmodell. Das macht jeder. Dafür gibt es einen bestimmten Zeithorizont von zum Beispiel 5 Minuten. Und im Anschluss ist es so, dass dann jedes Teammitglied dieses Modell, sein eigenes Modell, erörtert. Dafür gibt es dann so 1 bis maximal 3 Minuten Zeit. Im Anschluss kann man dann überlegen, ob es sinnvoll ist, ein sogenanntes Shared Model zu bauen. Das ist dann schlussendlich ein zusammengeführtes Modell aus den Individualmodellen. Dafür muss dann im Rahmen des Guidelines halt bestimmte Teile rausgelöst werden aus dem Individualmodell und dann zu einem Gesamtmodell wieder neu zusammengebaut werden, sodass du dann ein Teammodell sozusagen hast. Das würde sich für so eine Retro richtig gut anbieten. Ja, dann hast du ein weiteres Modell für deine Wall of Retros. Dann kann es aber auch sein, dass du sagst, nee, ich möchte noch einen Schritt weiter gehen und noch eine Klasse sozusagen höher bauen. Das sind die sogenannten Landscapes-Modelle oder systemische Modelle, wo du dann tatsächlich versuchst, verschiedene Shared Models in Bezug zueinander zu setzen. Das Ganze kann man auch mit den individualen Modellen machen. Das kommt so ein bisschen auf die Fragestellung an. Der klassische Weg ist allerdings, dass du dann ein Shared Model nimmst und das in einem Landscape-Modell zusammenstellst, wo es dann um die Beziehung dieser Modelle untereinander oder die Prozessreihenfolge geht. Das hört sich jetzt mega komplex an, aber keine Sorge, ich möchte euch mal so 1, 2 Beispiele vielleicht mitbringen für die jeweiligen Modellklassen. Ja, also so ein Individualmodell, da kannst du super gut die eigenen Werte bauen oder das eigene Verhalten oder Ideen entwickeln. Ja, im Bereich des Shared Models ist es so, dass du gut Teambuilding-Aspekte abbilden kannst oder Retros machen kannst. Und im Bereich der Landscape-Modelle beziehungsweise dann der Systemmodelle, da geht es dann um Strategien, um Szenarien, Risikoanalysen, solche Dinge, die du dann da super gut abbilden kannst. Wie geht denn da sind ja teilweise recht komplexe Fragestellungen. Wie schafft man das denn dann mit so ein paar Lego-Bauteilen, das dann auch abzubilden? Also rein so als Umsetzungsfrage. Schlussendlich wirst du am Anfang deinem Team ein sogenanntes Skills-Building ermöglichen. Das heißt also, du bringst ihnen erstmal bei, wie man mit Lego richtig im Lego Serious Play richtig baust, ja. Und wenn du diese Basis dann geschafft hast, dann kann man halt erst wirklich spielen und dann bist du auch sicher, dass du Ergebnisse bekommst. Das Spielen habe ich jetzt hier bewusst in Luftanführungszeichen gesetzt, weil Lego Serious Play für mich nicht nur Spielen ist, sondern es geht ja auch um die seriöse, Zielsetzung, die du dahinter hast, die du erreichen möchtest. Klar. Und wenn du das hast, dann folgt das Ganze eigentlich einer Symphonie in 4 Sätzen. Das heißt, du musst dir schon im Vorfeld Gedanken darum machen, welche Fragen du stellen möchtest. Das ist deine Aufgabe als Moderator, als Moderatorin, das gut vorzubereiten und zu überlegen, was macht denn da Sinn. Der darauf folgende Satz ist schlussendlich das Bauen. Dann kommt das Erzählen und dann kommt schlussendlich das Reflektieren. So rum. Genau. Und wenn wir das Beispiel von eben nehmen, dann sehen wir halt auch einfach, wie das mit der Retrospektive dann funktioniert, dass jemand erzählt und man dann gemeinsam überlegt, welche dieser Aspekte sind tatsächlich für uns jetzt relevant und welche können wir vor allen Dingen für die Zukunft zum Positiven für uns nutzen. Und was halt wirklich wichtig ist, ist, dass dann halt die Person, oder ich würde es zumindest aus der Praxis heraus empfehlen, die Fragen stellt, nicht selbst mitbaut. Ja, weil ansonsten hast du so eine Twitter-Position, die nicht so toll ist, weil die Person selber immer hin und her springen muss. Das stresst ungemein und man kann sich halt nicht auf das Wesentliche konzentrieren. Genau.
Was wären denn noch so Tipps zur Umsetzung? Also eben die Reihenfolge müsste man beachten, am Anfang den Leuten sagen, wie sie bauen sollen. Du hattest mir auch ja im Vorfeld schon gesagt, es geht wohl nicht darum, es schön zu machen, sondern dass es irgendwie deine Antwort ausdrückt. Ja? Es muss, also geht, ist nicht ein Wettbewerb, wer hat das schönste Modell, richtig? Absolut. Also das ist das, was in den Köpfen der Teilnehmer gerade am Anfang bei den ersten Modellen der Fall ist. Deswegen ist es so wichtig, dass du beim Skills-Building darauf eingehst. Also du musst das nicht so bewusst ansprechen, sondern halt einfach Übungen einfließen lassen, die deutlich machen, dass es nicht darum geht, wer besonders schön Steine stapeln kann. Ja? Mhm. Sondern es geht um die Story dahinter. Die ist interessant. Mhm. Und das ist halt das Schöne, dass da erstmal was gebaut ist, was dann tatsächlich auch erklärt werden darf, ja. Es ist nicht mehr die Situation, wenn du mit 5 bis 6 Leuten in einem Raum sitzt und einen Konflikt lösen möchtest, dass 2, 3 Leute was sagen und der Rest sich zurücklehnt, die Arme verschränkt und sagt, ist ja schon alles auf dem Tisch, ja. Mhm. Jedes Modell ist individuell. Jedes Modell darf individuell erklärt und erörtert werden, ne? Also das ist das ganz, ganz wichtig zu sehen. Also diesen Händen, deinen eigenen Händen zu vertrauen. Wichtig ist, dass die Teilnehmer zum Beispiel parallel keine Notizen machen. Das habe ich mal am Anfang beobachtet, dass wenn es um Skills-Building geht, dass die Teilnehmer dann überlegen, wenn sie fertig sind, was sie denn zu ihrem Modell erzählen wollen. Es ist okay, dass man mal stockt, dass man mal ein Ä drin hat, dass man mal stottert oder dass man vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Teil der Interpretation reinbringt, die man so ursprünglich gar nicht hatte, die durch das Erzählen kommt. Wir wollen ja auf das Unterbewusste zugreifen, mhm. ja, sonst sind wir direkt wieder in diesem Brusten drin. Mhm. Es ist aber auch zum Beispiel total wichtig, dass du keine Modelle von anderen Personen interpretierst, ja, dass du sagst, ah, da, die Fahne da oben, die du da drauf gebaut hast, das ist bestimmt das erreichte Ziel, liege ich damit richtig? Ja, das meint Reflektieren nicht. Stattdessen wäre es cooler gewesen zu fragen, sag mal, die grüne Fahne dort oben, für was steht die denn nochmal genau? Mhm. Also, ja? Weil, ja. Also nichts vorauszusetzen, vorauszugeben. Mhm. Genau, das ist wirklich wichtig, weil nur die Person, die gebaut hat, darf dieses Modell tatsächlich interpretieren. Und es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl von Steinen in bestimmten, ja, Formen, sage ich mal. Und da kann es sehr wohl sein, dass die Fahne vielleicht nicht die Fahne ist, sondern vielleicht für einen Baum steht. Ja, wer weiß das, ne? Also, das ist ganz wichtig, dich da zurückzuhalten. Und ein Punkt, der mir persönlich auch nochmal ganz wichtig ist, ist, dass, die Kritiker ganz häufig behaupten, Lego Serious Play wäre tatsächlich Spielen in der Arbeitszeit. Doch das Gegenteil von Spielen ist für mich nicht Arbeiten. Es ist vielmehr die Depression. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen ist es so essentiell, dass man dieser Methode eine Chance gibt und sich dann auch wirklich vollkommen drauf einlässt. Und sagt, das ist jetzt total crazy, was der die Moderatorin mit mir da machen möchte. Aber ich lasse mich mal drauf ein. Es hat in der Regel einen tieferen Sinn dahinter. Du hast es ja in dem Workshop auch erlebt. Ja. Da gab es eine Aufgabe, wo jeder gesagt hat, ey, jetzt wirklich, sollen wir das jetzt wirklich so machen? Ich habe gesagt, ja, ihr werdet es später verstehen, warum. Mhm. Richtig? Und hinterher hat es dann aufgelöst. Mhm. Genau, und noch vielleicht einen letzten Tipp. Bitte versuche immer, alle Betroffenen in so eine Session mit einzuladen. Wir Menschen sind schlussendlich Herdentiere. Ja, wir wollen dazugehören, wir wollen kein Außenseiter sein oder auf dem Abstellgleis stehen. Und das ist wirklich wichtig, weil andernfalls wird das gebaute Modell nie die Akzeptanz finden, die du haben würdest, wenn du alle Projektbeteiligten, alle Expertinnen und Experten mit eingeladen hättest. Ja, zumal kann ich mir vorstellen, dass es ja immer so typische Kandidaten gibt, die sich gerne rausziehen, die vielleicht introvertierter sind oder eben nicht so freiwillig immer ihr Innerstes preisgeben oder ihr Wissen teilen oder das, was sie denken. Und die würde man dann ja auch verpassen. Das sind ja oftmals gute Insights, die man da bekommt. Und so geht man auf Nummer sicher, dass man alle einsammelt, ja. Ja, natürlich. Und das ist ja das Wissen, was du hast, was du bekommen möchtest, dass gerade die Introvertierteren auch eine Chance haben, sich zu Wort kommen, ja, zu Wort zu kommen und ihre Expertise, ihr Wissen mitzuteilen, mhm. weil das ganz, ganz wichtig für den Projekt Erfolg sein wird. Sonst wären sie nicht als Experten mit in dem Projektteam. Mhm. Ja, das sind einfach verschiedene menschliche Persönlichkeiten, die du da abholen wirst. Es wird welche geben, die stürzen sich aufs Lego und andere, die sind sehr, sehr kritisch und zeigen dir vielleicht am Ende einer Bausession nur einen Klotz. Aber die Story dahinter ist sehr beeindruckend. Ja, ich fand, falls ich es erzählen darf, die Geschichte von dieser einen Teilnehmerin mit dem schwarzen Lego-Stein, die nichts gebaut hat. Vielleicht magst du kurz erzählen. Ich fand das sehr beeindruckend.
würde ich gerne teilen mit den Hörern, ja? Sehr, sehr gerne. Also schlussendlich gibt es verschiedene Bausets und wir hatten das Window Exploration Set, das ist das kleinste Set, was du von Lego Serious Play nutzen kannst. Und da ist eine Bodenplatte dabei, die ist, weiß ich nicht, 4x6 oder so Klötzchen groß. Und die hatte überhaupt keine Lust, diese Teilnehmerin an diesem Workshop teilzunehmen. Sie sagte, was soll denn das? Das ist doch nicht zielführend. Und dann habe ich sie mehrmals darauf angesprochen, in der Bauphase doch was zu bauen. Und sie saß davor und ob sie jetzt überfordert war oder ob sie nachgedacht hat, ich konnte natürlich nicht in ihren Kopf sehen, war mir gar nicht bewusst. Und dann habe ich halt erstmal andere Personen, die was gebaut haben, dran gelassen mit ihrer Modellerörterung. Und irgendwann kam dann diese Dame dran und sie zeigte ihre schwarze Platte. Und dann hat sie tatsächlich 15 Minuten dazu was erzählt. Eigentlich war abgemacht, dass wir nur 5 Minuten dazu was sprechen, aber es war so packend und so beeindruckend, dass sie gesagt hat, dass sie das Gefühl hat, dass eigentlich alles wie so ein schwarzes Loch ist, egal was man sagt, es versickert, egal welche Informationen man hat, die wichtig für andere Personen sind, sie kommen nicht durch. Und das war so die Quintessenz aus dem, was sie so erzählt hat. Also diese Platte als Barriere für jegliches Zusammenarbeiten, Kommunikation etc. Genau, und die Platte selber ist auch noch schwarz, müsst ihr wissen. Ja, also das passte. Ja. So, und da sieht man halt, wer bin ich als Moderatorin zu denken oder zu behaupten, dass das kein Modell ist, nur weil nur ein Stein oder eine Platte mitgebracht wird. Also da wirklich Obacht, nicht in die Interpretation und die Bewertung anderer Modelle reinzugehen. Das hätte sie wahrscheinlich so vielleicht gar nicht formuliert und über diese Platte brach es halt sozusagen aus ihr raus, ne? Also davon ist auszugehen, dass das der Fall gewesen ist. Also natürlich hätte sie sich davor auch Gedanken drum gemacht, sie hatte vielleicht so ein, zwei Stichworte, aber auch durch die Erörterung der anderen Modelle kann es sehr wohl sein, dass du deinem eigenen Modell auch, ja, eine andere Bedeutung gibst, einem Stein eine andere Bedeutung gibst, weil du dich inspirieren lässt. Und das ist in Ordnung, das ist gut so, weil wir wollen ja gemeinsam eine Lösung erarbeiten in der Regel. Naja, und die Inspiration, es klingt ja nur was in dir an, was irgendwie auch mit deinem Thema zu tun hat, ja, so, und sonst würdest du wahrscheinlich dann auch entsprechend diesen Impuls gar nicht aufnehmen. Also genau so ist das Thema, ja. Also, Tipps hast du uns jetzt gegeben, vielleicht noch den Fokus auf die Stolpersteine. Also du hast schon gesagt, nicht interpretieren, wäre ein Stolperstein, der zu falschen Interpretationen führt, aber was gibt's denn noch für Stolpersteine? Ja, das ist A und O ist tatsächlich das richtige Skills-Building. Also nimm dir dafür wirklich einen Moment Zeit. Das ist etwas, was man einmalig macht. Danach wissen das alle und dann geht's dann in den Bauphasen tatsächlich auch schneller. Aber das ist wirklich wichtig, weil wenn das nicht nicht verankert ist, dann hast du wirklich Spielen ohne Zielsetzung, ja? Und das wollen wir ja nicht. Sag nochmal ganz kurz zu dem Skills-Building. Das hatten wir vorhin auch nur als Terminus in den Raum geworfen, aber nicht wirklich erklärt. Was verstehst du unter Skills-Building? Also so ganz grob gesagt geht es darum, wie du Modelle baust. Es geht darum, wie du Steine zusammensetzen kannst und natürlich auch um die Infos, die jetzt so bei uns zwischen den Zeilen mitgeschwungen sind, zum Beispiel, dass du keine fremden Modelle interpretierst, dass du die Leute ausreden lässt, dass es ein Timeboxing gibt. Solche Aspekte gehören halt tatsächlich da drin dazu, genau. Ja. Genau. Was kann denn noch so alles schieflaufen? Also wichtig ist, dass du deinen Workshop gut vorbereitest. Wenn du dir am Anfang schon Fragen zurechtgelegt hast, eine Struktur zurechtgelegt hast, wo du hin möchtest, dann wirst du dieses Ziel auch erreichen. Das ist wie bei allen im Leben. Wenn du eine Meeting-Einrufe ruft ohne Agenda, dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach doch, ja, wie soll ich sagen, zur ein oder anderen Abweichung kommen. Vielleicht wirst du das Ziel dieses Meetings nicht erreichen. Wenn du das aber klar formulierst, wirst du es aller Wahrscheinlichkeit hinbekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du halt auch dein Setting gut vorbereitet hast. Und das ist ganz simpel. Da brauchst du schlussendlich ein Tabellenkalkulationsprogramm und dann schreibst du ein paar Minuten hin und welche Fragen du machen möchtest, ja. Also das muss nicht aufwendig sein. Ja, und natürlich passende Räumlichkeiten, dass genügend Material da ist, dass du darauf achtest, dass das gut aufgebaut ist, dass du, wenn du es online machst, kreative Online-Tools einsetzt. Das setze ich jetzt einfach mal als vorausgesetzt oder da mache ich mal einen grünen Haken dran. Das erklärt sich von alleine. Vielleicht noch so ein, zwei Worte dazu. Du kannst Lego Serious Play genauso gut online wie offline einsetzen. Das macht keinen Unterschied in Bezug auf die erreichten Ergebnisse.
Also das kann ich jetzt ja auch bestätigen, die Workshops, die haben wunderbar funktioniert. Die waren ja auch online. Das hat den Fluss nicht gestört. Vielleicht noch zur Vorbereitung und dem Material. Wie komme ich denn überhaupt an diese Steine? Also die Steine selber darfst du bei Lego beziehen. Mhm. Da gibt es einen Online-Shop. Die verkaufen sie. Du musst halt gucken, was du konkret brauchst und wie groß das Ganze werden soll. Ja, da gibt es verschiedene Umfänge. Diese Windows Exploration Sets, die kleinen, die gibt es zum Beispiel nur in der Stückelung von 100 zu kaufen. Ja, mhm. Das sind natürlich schon mal viele, wenn man loslegen möchte. Ich weiß, dass es zum Beispiel auf Amazon kleinere Stückelungen gibt, aber da musst du sehr tief für in die Tasche greifen. Das lassen sich die Leute sehr gut bezahlen. Die anderen Sets kann man kleiner bei Lego direkt beziehen. Das ist überhaupt kein Thema. Ja. Wie bereite ich mich denn vor? Wie werde ich zu einem Moderator? Was gibt's da für Schritte? Kann ich einfach sagen, ich lese ein Buch und leg los? Oder brauche ich ein Zertifikat? Was ist die Basis, die rechtliche Basis hier? Ja, oh, das ist sehr wichtig. Lego ist da sehr hinterher. Wer den Held der Steine, den YouTube-Channel kennt, der weiß, was für Ärger Lego machen kann, wenn sie wollen. Wichtig ist, du kannst natürlich in deiner Firma, kannst dir ein Buch durchlesen. Ich habe dir ja auch ein, zwei Literaturtipps mitgegeben und sagst, yes, ich kann das, ich pack das, ich mach das. Das ist eine öffentliche Lizenz, das ist so kein Thema, leg los. Der Punkt ist aber der, aus meiner Erfahrung heraus, ist es schon nicht verkehrt, mal einen Workshop besucht zu haben. Und wenn es nur ein Basic-Workshop ist, wo man eingeführt ist, wo man einfach sieht, wie das in der Praxis aufgebaut ist, weil eines der Hauptpunkte, damit es gut funktioniert, ist nun mal das Skills-Bilden. Und wenn du das professionell gelernt hast, kannst du es auch professionell entsprechend weitergeben. Ja, also ich freue mich ja wahnsinnig, dass die Methode immer größere Ferngemeinschaft bekommt weltweit und dass damit auch das Angebot an Schnupperkursen, Basic-Workshops und natürlich der Option der Zertifizierung zum Facilitator steigt, also zum Moderator. Das ist wirklich klasse und das bedeutet für mich, dass halt immer mehr Verantwortliche diese kreative und motivierende Methode tatsächlich in ihren Arbeitsalltag integrieren und somit das unbewusste Wissen des Teams anzapfen und halt gemeinsam zum Erfolg nutzen. Und wenn du jetzt sagst, der Podcast hat dir gefallen, natürlich habe ich auch einen Basic-Workshop in meinem Programm. Ja, da du warst ja dabei, du hast sogar auch die Facilitator-Ausbildung bei mir gemacht. Ja, also das ist möglich. Den Link dazu habe ich dir zugeschickt, also guckt mal gerne rein. Ist aber auch ganz viele andere, die das anbieten, ja. Also da bin ich nicht die Einzige. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, euch persönlich kennenzulernen und mitzunehmen in diese Welt der Steine und dann Deep Dive zu machen, dass ihr da fit werdet, die Methode dann auch bei euch, ja, anzuwenden. Wo kann ich denn, wenn ich jetzt sage, ach, das Thema triggert mich, ich möchte mir das näher anschauen, vielleicht noch nicht gleich in einen Workshop einsteigen, hast du denn da vielleicht jetzt noch Buchtipps? Wir werden ja die Links dazu in die Shownotes packen, aber vielleicht dennoch nochmal über die Tonspur. Welches Buch würdest du denn empfehlen oder hast du eine Webseite, die du empfehlen kannst oder einen Blog? Ja, also tatsächlich finde ich das Buch Play. Das hatte ich mit rein, Lego Play. Ganz klasse. Ich habe auch noch das Original von Herrn Rasmussen dabei. Das ist auch super. Ersteres finde ich einfach nochmal ein bisschen praktisch tauglicher und würde das dann empfehlen, einfach um mal einen Einstieg zu bekommen, einen Einblick, um auch dann zu sagen, ja, da möchte ich tiefer reingehen, wäre das so die Idee. Bei Blogbeiträgen ist es immer ja ein bisschen schwierig. Grundsätzlich könnt ihr aber auch YouTube bemühen. Da wird euch auch sicherlich ganz viel erzählt, wie Lego Series Play funktioniert, um einfach einen ersten Einstieg dann tatsächlich zu bekommen, um dann darauf aufzubauen. Wunderbar. Also so gesehen wäre ich jetzt schon durch mit meinen Fragen. Jetzt vielleicht ganz kurz zum Schluss nochmal, was sollen wir denn aus dem Podcast unbedingt mitnehmen? Vielleicht deine last famous words zum Thema Lego Series Play. Ja, Lego Series Play ist schlussendlich weit mehr als die Spielzeugkiste im Projektbüro. Es ist ein Universalschlüssel, der hilft, einfach und schnell an das verborgene Wissen deines Teams zu kommen und das für deinen Projekterfolg zu nutzen. Und es ist komplett egal, ob es sich um die Definition von Zielen, Risiko und Change Management handelt, um Mitarbeiter- oder Konfliktgespräche oder halt die Retrospektiven. Du kannst es universell einsetzen und für dich und deinen Erfolg nutzen. Und für mich ist Lego Series Play ein absolutes Must-Have-Tool für moderne und erfolgreiche Projektbeteiligte. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Liebe Anna Elena, vielen Dank für deine Zeit und die
Einführung in dieses tolle Tool. Und ja, Annalena, gerne mal wieder auf einen weiteren Podcast. Ich sage vielen Dank. Bin ich gerne dabei. Und ja, lieben Dank und vielen Dank auch an die Zuhörer, dass ihr euch für diesen Podcast entschieden habt und jetzt etwas mehr über die Klimmbausteine wisst. Macht's gut. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.